Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls 1. Ja, wir sind derzeit dabei, durch dieses Tor zu schreiten und zu gucken, was sich dahinter befindet. Ich weiß nicht, ob wir zu spät sind oder zu früh sind. Werden wir sehen, ob wir aufs Maul kriegen. Mal gucken. Wobei 20.000 Seelen. Ich weiß nicht. Ist das viel derzeit? Ich meine, das ist fast ein Level. Also, ich würde das für viel empfinden. Achtung, vor dir, zäher Feind. Ich kann nichts anvisieren. Aber ich sehe da hinten, glaube ich, Loot. Huh. Ah, holy shit. Ja, ist ja gut. Alter. Oh, ich hab keine Ausdauer. Alter. Ich trinke mal kurz was, ja? Oh, scheiße. Okay. What the fuck? Dieser dreckige Magier, der hat mich so vernichtet. Achso. Ah, klar, Bonfire. Ja. Scheint also der richtige Weg zu sein, wo wir jetzt sind. Wir sind also nicht falsch. Sehr schön. So, Magierfuzzi hat mich noch nicht gesehen. Okay, komm, komm. Ich muss parieren. Ich habe parieren gelernt. Ich hab parieren gelernt. Komm, ich will's zeigen. Ja, so. Ich hab's gelernt, Freunde. Ich hab's sehr lange geübt. Wenn es auch noch nicht perfekt ist. Weil ich hab's bei den Silberrittern gelernt und die sind natürlich ein bisschen anders als die Kollegen hier. Ernsthaft? Komm, schlag zu. Das ist jetzt ein bisschen bitter. Ist mir alles egal. Der musste weg. Ich hoffe, die sind für immer weg. Ich hoffe, die sind einmalige Gegner. Ich meine, das sind Menschen. Wie bist du denn drauf? Der dreht sich einfach nur. Okay. 2000 Seelen. Das ist auf jeden Fall mehr als bei den Silberrittern. Die Silberritter haben mir zum Schluss 1200 gegeben. Ich weiß nicht warum. Es hat mit 1000 angefangen bei den Silberrittern. Und als ich genug getötet habe. Achso. Haben die mir plötzlich 1200 gegeben. Was ein bisschen fragwürdig war. Okay, ihr seid genauso billig wie vorher auch. Was war das? Da im Hintergrund? Okay, ich weiß nicht, mit wem er sich geprügelt hat. Ist mir aber auch egal. So, ich sehe da hinten nämlich Loot. Den möchte ich gerne haben. Und ein Bäumchen bewacht das Ganze. Also, dann mal bewachen. Oh, zwei Bäumchen. Oh, scheiße. Jetzt habe ich ein Problem. Wie viele sind jetzt hier? Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, ne? Direkt zwei auf einen Schlag. Au. Dafür habe ich auch viel Schaden kassiert. Alter, wie viele sind denn hier? Oh, um Himmels Willen. Toll. Bitte töte mich nicht. Ich sagte, bitte töte mich nicht. Heilige Scheiße. Okay, jetzt werden wir wenigstens sehen, ob die respawnen. Hoffentlich nicht, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Scheiße, ich sehe den Magier. Kacke. Ist doch gut. Meine Fresse. Wo sind deine Kollegen? Ah. Oh. Das war knapp.
Hä, wo sind denn die anderen? Wieso war der Magier jetzt alleine? Egal, scheiß drauf. Einfach nur die Seelen holen und dann einen Keks freuen. Und dann nicht 1 Milliarde Mobs auf einmal pullen. Das wäre cool. Okay. Aber mir waren die Seelen jetzt momentan wichtiger. Ich weiß, ich bin sowieso ein bisschen overpowered. Aber in Dark Souls heißt das ja nichts, wie ihr seht. Da kann jeder Gegner einen umbringen, wenn man einen Fehler macht. Wie zum Beispiel 1 Milliarde Mobs pullen. Da müssen wir die zuerst umbringen. Wo lauft ihr denn hin? Kommt zu mir. Oh nein. Oh nein. Na gut, einer weniger. Na, da ist noch einer. Ich dreh durch. Was wollt ihr denn von mir? Sucht euch ein Hobby. Okay, komm, alle auf den Haufen. Ja. Roter Blutklumpen, okay. Um Blutung zu stillen. Weil der eine Dieb hat ja Blutungsschaden gemacht, ne? So. Irgendwelche versteckten Bäumchen hier? Ist das Loot oder ist das eine Pflanze? Ah, da kann man hinlaufen, ne? Da sollten wir gleich mal hinlaufen. Wenn ich das hier überlebe, was eigentlich kein Problem darstellen sollte. Die sind halt One-Shot, ne? Aber wenn da zu viel auf einen zukommt, ist natürlich ein bisschen blöd. Jetzt werde ich gerade von hinten angegriffen, ja. Das war so klar. Was für eine Range hast du denn? Geh mal nach Hause. Mit deiner komischen Peitsche. Na gut. Hoffen wir, dass uns hier keiner runterschubst. Östliche Sachen. Okay, kann ich kurz hier angucken? Ja. Will mich keiner töten. 17 Verteidigung. Ja, wie sieht das Ganze aus? Ja, ich bin lieber bei meinen Elite-Sachen. Übrigens, ich habe ein paar Sachen abgelegt, deswegen haben wir nicht mehr so viel am Start. Ach, kann man da einfach runterspringen? Ich weiß ja nicht. Soll ich hier runterspringen? Wenn ich tot bin, kann ich den ganzen Scheiß nochmal machen, ne? Geronimo! Oh nein, ich weiß, wo ich bin. Oh komm, bitte sag mir nicht, dass ich da bin, wo ich denke. Ja, doch, bin ich. Ich bin zurückgefallen. Ja, gut. Aus Fehlern lernt man, nicht wahr? Aber wir sind wenigstens auch die billigen Gegner. So, lila Moosklumpen. So, ich gehe aber nicht ans Bonf. Hä? Das kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Oder laufe ich zurück? Ich glaube, ich laufe gerade zurück, oder? Sind wir schon immer durch das Tor gelaufen? Ich glaube, da ist das Bonfire, ne? Ja, da ist das Bonfire. Gut, dann laufen wir richtig. Alles gut. War nur so verwirrend neu. Man lerne nicht darunter springen. Keine gute Idee. Ganzes Leben verloren, fast tot. Und dann wieder zurück am Anfang gewesen. So, wo seid ihr? Oder spawnt nur der Magier neu, weil er der Schwächste ist? Ich weiß es nicht. Anscheinend spawnt nur der Magier neu. Kann ich mich an dich ranschleichen? Ah nein! Ah, jetzt sind sie zu dritt! Oh Gott! Ich muss ein Stück zurücklaufen.
Das ist mir doch ein bisschen zu viel. Ein bisschen zu viel. Ich bin zwar gut, aber ich bin kein Profi. Na super. So, das zu dir. Hä, was machst du denn da? Hat er gerade versucht, seinen Kollegen zu heilen? Bist du? Kann ich dich von hier aus hitten? Oh, schön. So kann es immer sein. Und da ist der letzte. Okay. Aber es sind nicht dieselben, die ich schon mal bekämpft habe, ne? Außer der Dieb. Den Dieb habe ich schon mal bekämpft, das weiß ich. Trotzdem getroffen. So. War ich da schon mal? Ich weiß, ich gucke mich erstmal hier noch ein bisschen um. Erstmal schauen, was wir hier so haben. Vielleicht finde ich noch besonderen Loot. Oh! Ich wollte gerade sagen, ich höre doch irgendwas. Ach. Kacke. Okay, die kenne ich. Ich versuche jetzt mal nicht zu parieren. Ich habe nämlich nicht mehr so viele Estus-Flakons, wobei ich habe jetzt 5. Das ist eigentlich schon das Maximale, was ich im Bonfire bekommen kann. Oh, das ist aber viel Leben. Kein Loot? Ja, schade. 3000. Es ist so willkürlich, wie viel Erfahrung die geben. Hallo? Wieso bist du unsichtbar? Kommt die da mit ihrem Bogen daher? Ich kann sie nicht mal anvisieren. WTF. Auf mich treffen zu wollen. Unsichtbare Gegner. 5000 und Doppelmenschlichkeit. Ferris Bogen. Ferris Hut. Ferris Bogen hatte ich die ganze Zeit bei den Tipps. Meine Art auf Stärke eine Deskalierung. Das ist besser als der Ferris-Bogen, oder? Ja, die Reichweite ist natürlich besser. Aber ansonsten? Naja. Mehr Collectibles für uns, Freunde. Da ist eine kleine Brücke rüber. Hilfe! Die Bäume, sie lassen mich nicht durch. Ja, Bäumchen. An dem mache ich auch weniger Schaden als an den anfänglichen Bäumchen. Bei den Anfangsbäumchen mache ich 440 und bei denen nur 409. Aber es sind schon die stärkeren Bäume. Da ist eine Brücke und eine Leiter. Soll ich es wagen? Oder lande ich wieder auf der falschen Seite? Aber die Leiter kennen wir auch nicht. Und ich weiß nicht, wie weit das nächste Bonfire von uns entfernt ist. Könnte eine schlechte Entscheidung sein, weil wenn ich hier jetzt runterspringe, komme ich nicht mehr zurück, ne? Dann muss ich hier lang gehen. Muss Orientierung fassen, wo könnte mich die Leiter hinführen? YOLO. Okay, eine fette Hydra.
Cool. Gucken wir erstmal, ob ich wieder hochkomme. Das wäre schon wichtig. Ich würde zurückkommen, okay. Zu Hydra wollen wir nicht. Aber ich würde gerne die Leiter runterklettern, einfach nur um zu gucken, wo das Ganze hinführt. Runterklettern. Wie konnte man nochmal. Ach, okay. Seele eines Ritters. Ach, die hat mich nur zur Seele eines Ritters geführt. Und da ist wahrscheinlich der Tod dann, okay. Auch wenn ich dann noch eine Brücke sehe. Haha. Hier. Wenn ich da runterkletter, lande ich aber nur bei der Hydra, ne? Ja, die führt ganz nach unten. Kann man die Hydra von hier aus treffen? Offensichtlich nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt ein Boss ist oder ob das einfach nur so ist, von wegen, hey, ich bin im Hintergrund und soll die Angst machen, obwohl da hinten Loot ist. Dann kümmern wir uns später um die Hydra. Die ist mir jetzt noch ein bisschen zu furchteinflößend. Halt, Moment. Ist die Brücke jetzt nur wegen der Leiter da? Oder ging es da noch weiter? Nee, ist nur wegen der Leiter da. Na gut. Ah, es kann natürlich auch sein, dass das hier einfach nur ein alternativer Weg ist, wenn man diese 20.000 Seelen nicht hat oder nicht hergeben will, dass man an der Hydra vorbeigeht, die was weiß ich wo ist, und dann hier quasi auch hinkommt. Das kann natürlich sein. Aber gehen wir über die Brücke hier, gucken, was hier ist. Ich sehe irgendwas Großes. Bist du alleine, Bro? Ist das so ein kleiner Zwischenboss? Oh, das sind noch mehr. Oh, shit. Hast du viel Leben? Eieiei. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay, nö, ich. Nö. Nö. Ich habe noch einen anderen Weg gesehen. Und ich sehe es nicht ein, es sei denn, der rollt hier jetzt über die Klippe. Dann würde mich das natürlich freuen. Aber ich gehe hier bei den Katzen nicht lang, nö. Das, nö. Wir gucken jetzt auf die andere Seite. Ob der andere Weg sicherer ist. Ich komme natürlich nochmal her. Also. Ich werde natürlich versuchen, überall mal lang zu gehen bei diesem Spiel. Aber solange ich nicht muss, muss ich nicht. So einfach ist das. Ich habe nämlich noch hier gesehen, hier ist auch noch eine Brücke. Gehen wir hier rüber. Na, guck mal, das ist die Moody von denen. Hallo. Is it not so that thou art new? Thou fared well to find me. But comest thee not for the grave of Sir Artorius? My advice true. Forget this. The legend of Artorius art none but a fabrication. Traversing the dark. 'Tis but a fairy tale. Have thine own respect. Go not yonder knocking for nothing, I say. Okay. Well, indeed, thou art a strange one. Nevertheless, I feel some liking for thee. I'm Alvina of the Darkroot Wood. I command a clan of hunters who track down defilers of the forest graves. What dost thou say? Wilt thou not join us? Oh, yes, I believe we would suit thee well.
Ja, ich bin immer dabei, wenn es um neue Sachen geht. I am very glad. And now thou art one of us. Let us establish a covenant. Was ist das die ganze Zeit? Ich höre im Hintergrund die ganze Zeit ein. Ist das die Katze? Du hast ein Eid geleistet. And here taketh this ring. Katzeneidring. If thou wearest that ring, it allows for thine summoning. If mine senses reveal intruders, then I will summon thee. Fend them off, sir. I beseech only this. I shall summon others who will, by their honor, work tirelessly with thee. Thou shalt receive great reward, and whatsoever ye shall pillage will be thine own. A true agreement, not so? But thou must heed the golden rule. The clan is thine own family. To thine kinsmen forever stay true. Darest not in any attempt to double-cross. Have no doubt, such wretchedness never will we tolerate. Okay, wir sind jetzt Wächter des Waldes. Ich werde aber den Ring nicht anziehen. Gucken wir lieber ihren Hintern an. Und das ist eine Truhe. Ist aber klein. Nicht so groß wie... Wir gucken uns mal kurz den Ring an. Wolfsring, Katzenheitring. Antworte auf Alvinas Beschwörung. Okay, was? Warst du schon? Nee, du warst hier noch gar nicht. Du bist neu hier. Ach, die Rüstung kennen wir doch. Und das ist auch noch unsichtbarer. I've heard all about you. I'm Shiva of the East, Captain of the Brigade. Let's teach you the clan basics now. As there's no time to chat in the midst of fighting. Except there is little in the form of rules, you hear? Fight and hunt as you like. Whoever's fastest gets the prey. That's the way we do it. Only don't forget what Alvina said. Traitors aren't given a second chance for any reason. That's about it then. Don't worry. It's a good old time, isn't it? Great to have you with us. Good hunting to you. Achso, das heißt wahrscheinlich so viel wie wenn wir den Eid verlassen und kommen wir auch nicht mehr rein. Und du? Okay. Ah, did you notice that one? Sharp eyes? He is one of the clan from the east, like myself. Always slinking in the shadows. But he is a tough one. You will see what I mean. Sonst rein theoretisch kann ich die töten? Don't worry, you'll be called in soon. Hunters with pay. Ich weiß nicht, was ihr hier sollt, aber ich werde die jetzt mal nicht töten. Weiß nicht, mag das nicht, irgendwie NPCs zu töten. Könnten alle noch wichtig sein. So, okay. Ich habe hier noch so Schönes. Versuch's mit links. Famose Rüstung. Habe ich schon gesehen. Weil ich den Hintern der Katze so toll fand. Habe ich jetzt hier eine Truhe für mich. Steinhelm, Steinrüstung, Steinstulpen, Steingamaschen. Jetzt sehe ich aus, wenn ich das trage, wie so ein Steinritter, der hier im Wald rumliegt. Pilze. Ganz viele Pilze hier. Aber ich bin ja nicht hier, um alles Mögliche zu töten. Deswegen laufen wir hier ein bisschen rum. Gucken, was da hinten so leuchtet. Dickes Tor, Freunde. Dickes Tor. Und wisst ihr, was das bedeutet? Dass wir vor dem Tor die Folge beenden. Ich hoffe, dass da hinten irgendwie der Weg durch die Katzen ist. Das wäre schon cool. Okay,
Wir haben drei Estus-Flakons. Ich wette, hier hinter diesem Tor ist ein Boss. Vielleicht sollten wir uns einfach mal die Nachrichten angucken. Ja, na gut. Viel Erfolg. Danke, danke, danke. Was haben wir hier noch? Schwäche Bauch. Merke ich mir für morgen. Und schwäche Tränen. Soll ich den jetzt anheulen? Soll ich Isaac holen? Vier Estus-Flakons. Yeah. Gut, Freunde. Mit vier Estus-Flakons werden wir es morgen versuchen. Mal gucken. Ich bin gespannt. Haut rein. Euer Zero. Tschüss. Fünf Estus-Flakons. Hinter einem Tor von einem Boss zu stehen, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Man kann hier ein paar Estus-Flakons farmen, ne? Bevor man in den Boss reingeht. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.